Hi zusammen, hier ist euer Andi von Spielewelten und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Es geht nämlich weiter mit der Controller-Odyssee. Gestern und heute kamen Neuzugänge, drei weitere Controller-Testmuster, alle drei pro Controller, alle drei für die Nintendo Switch. Und bevor ich jetzt mit dem Testen anfange, habe ich mir gedacht, setze ich mich mal hin und mache für euch ein kleines Unboxing. Viele von euch haben mich ja auch im Community-Tab auf YouTube darum gebeten. Also, drei Controller, alle drei komplett unterschiedlich und wir gehen in diesem Video hin und packen alle dreimal ausgucken, uns die Haptik an, wie schwer sie sind, also quasi der Ersteindruck. Los geht's! So, hier sind die drei, also das sind alles Neuzugänge, ein SN30 Pro von 8-Bit, auf den habe ich mich sehr, sehr gefreut, ich habe immer nur Gutes von dem Controller gehört und jetzt endlich kann ich ihn mal selber testen, kann selber Hand anlegen, also ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was er taugt und dann hat mir noch PowerA 2 Controller geschickt, vielen, vielen Dank an PowerA, also alle drei sind Testmuster tatsächlich. Wir haben hier zum einen den Enhanced Wireless Controller in Weiß, sehr, sehr schickes Ding, wie ich finde. Und der hat noch eine kleine Besonderheit, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und ich habe diesen hier bekommen. Das ist ein Wireless Controller Nintendo GameCube Style in echt schickem Gold. Auch der wird bei mir natürlich extreme Anwendung finden. Und das Schöne ist, hier steht ja auch nochmal Compatible with Super Smash Bros. Ultimate. Also, das sind die drei Neuzugänge. Ich habe hier in der letzten Zeit einige Controller getestet. Aber bevor wir jetzt mal zum Auspacken kommen, möchte ich noch ein Wort zu den drei Controller-Stilen sagen. Ihr wisst, ich bin ein großer Konsolen-Fan und auch ein sehr, sehr großer Super Nintendo-Fan. Ich habe eine Super Nintendo-Konsole hier hinter mir stehen, beziehungsweise die steht eigentlich da hinten an der Röhre bei mir. Und ich emuliere inzwischen auch ziemlich viel. Ich habe ein Super Nintendo Classic, ein Nvidia Shield, ihr kennt die Geschichte. Und auf der Nvidia Shield spiele ich damit. Das ist ein 8-Bit Do Gamepad im Super Nintendo-Style. Also ich bin kein Unbekannter, was die Firma 8-Bit angeht. Dieser hier unterscheidet sich aber dahingehend von dem SN30 Pro, dass er halt keine Analog-Sticks hat und dass er in der Farbwahl dem Super Nintendo ähnelt, wie wir ihn hier halt kennen. Das Ding ist unglaublich gut, benutze ich halt immer, wenn ich 2D spiele, also Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy Advance, Nintendo oder so, auf der Nvidia Shield oder auf meinem SNES Classic Minispiele. Also sehr, sehr geiles Ding. Und darüber hinaus, also diese drei Controller, die ihr hier seht, die unterscheiden sich halt alle natürlich in der Form. Das sieht man ja direkt. Der 8-Bit erinnert halt stark an den Super Nintendo Controller. Der weiße Controller, den ihr hier seht, der erinnert natürlich an diesen hier. Das ist der Nintendo Switch Pro Controller. Ist meiner Meinung nach einer der besten Controller auf dem Markt. Gerade das ist das Original. Das hier ist ein offiziell lizenziertes Produkt. Das ist ein Dritthersteller-Controller. Das seht ihr auch hier am Logo. Jeweils bei dem Nintendo GameCube als auch bei dem normalen Switch Pro Controller. Und der goldene GameCube Controller, wie kann das auch anders sein, der orientiert sich natürlich an dem klassischen GameCube Design. Und für mich ist der Nintendo GameCube Controller auch ein sehr, sehr guter Controller. Ist bei mir wahrscheinlich in den Top 3 aller Controller, die ich jemals in Händen hatte. Dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt auf die drei, die hier vor mir liegen. Wir werden die also gleich auch zu dem Original jeweils vergleichen. So, gucken wir nochmal auf den Tisch und fangen einfach mal mit einem Controller an. Wir nehmen erstmal den SN30. Das ist dieser hier und nicht wundern, ich habe ihn gestern schon ein bisschen getestet, also ich konnte es nicht abwarten, als der dann gestern in der Post lag. So, der sieht halt so aus, ne? Ihr seht, das ist auch ein Super Nintendo Design, aber er orientiert sich halt eher an dem US Super Nintendo Design, was die Farbwahl angeht. Und er hat halt zwei Analogsticks, ne? Und auch zwei Schultertasten, das zeige ich euch, wenn wir den auspacken. Hier seht ihr noch die Rückseite, die hat ein bisschen gelitten beim Versand, die ist ein bisschen schmutzig, aber was hier halt auffällt, dass er nicht nur für die Nintendo Switch kompatibel oder designt wurde. Nein, man kann auch auf einem Mac, man kann in Steam, man kann auf einem Raspberry Pi, auf einer Android-Maschine oder halt auf einem Windows-PC damit zocken. Sehr, sehr cool. So sieht das Ganze aus und das kann man hier so quasi aufschieben. Zack. Hoppala. Und dann bekommt man hier so ein Kästchen. Dieses Kästchen kann man aufmachen. Das geht so. Und dann hat man hier das schöne Ding. Es ist mit Plastik verdeckt, das kann man entfernen und hier hinter liegt auch schon der Controller.
Dahinter haben wir ein kleines User Manual, wo man dann, wo drin steht, auf Englisch und auf Chinesisch auf der anderen Seite, wie man den Controller mit den jeweiligen Systemen verbindet, und ein USB-C-Ladekabel. Ich habe schon so viele USB-C-Ladekabel, deshalb brauche ich dieses hier nicht. Lassen wir also erstmal in der Schachtel und tun die mal weg. So, so sieht der Controller also aus. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, handelt es sich einfach um ein Super Nintendo Design, ein Super Nintendo orientiertes Design. Der sieht natürlich nicht haargenau so aus, aber kommt dem schon sehr, sehr nah. Wir haben ein Steuerkreuz, das extrem gut ist und extrem gut in der Hand liegt. Also tatsächlich, das Steuerkreuz ist der Oberhammer. Wir haben zwei Analogsticks, wie ihr seht. Hier unten sind vier LED leuchten. Wir haben Select und Start und die vier obligatorischen Knöpfe plus hier ein Home-Menü, und das hier ist dann das Capture, der Capture-Button, wie man ihn von der Switch, vom Switch Pro Controller kennt. Auf der Vorderseite, Oberseite, sind die vier Schulterknöpfe, einmal L, einmal R und einmal R2 und L2. Und das Besondere, das habe ich halt gemerkt, als ich ihn gestern in die Hand nahm, die L2 und R2 Buttons sind so geil geschnitten und designt, seht ihr das? Die sind so ein bisschen curvy, würde der Amerikaner sagen. Und wenn man dann die Finger da so reinlegt, dann verschmilzt der Controller mit der Hand. Also ganz ehrlich, das fühlt sich so geil an, wenn ihr den wirklich so in die Hand nehmt, ja, dann fügen sich eure Finger hier so perfekt ein. Als ich das gestern gemacht habe, das erste Mal, und damit ein bisschen Switch gespielt habe, wow, ich muss sagen, wirklich wow, das hat mir so ein richtiges Wohlfühlgefühl gegeben. Total seltsam eigentlich, aber ja, unglaublich geil. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal so komfortable Schultertasten bei einem Controller sehen würde. Wahnsinn. Und auch die Knöpfe. Ich hätte zwar gerne dieses europäische Farblayout, also mit Blau, Grün, Gelb und Rot. Haben wir in dem Fall nicht. Kann ich aber mit leben. Ich habe ja dafür meinen Nvidia Shield 8-Bit Controller. Hier können wir die auch nochmal vergleichen. Und ihr seht, die ähneln sich schon sehr, sehr stark, außer dass halt zwei Schultertasten fehlen, weil der hier ist halt eine 1:1 Nachmache, quasi Design-Nachmache von einem Super Nintendo Controller, von dem Originalen. Und der hier richtet sich eher an die aktuellen Konsolen. Zwei Analogsticks mehr und zwei Schultertasten mehr. Von der Verbindung her extrem easy. Ich habe den gestern sofort gekoppelt bekommen mit der Nintendo Switch, schon die ersten 2D-Spiele drauf gezockt. Und ich kann euch sagen, der ist fantastisch. Also der Ersteindruck ist unglaublich. Das hier wird definitiv mein neuer Go-To Pro Controller, wenn es um 2D-Switch-Spiele geht. Extrem geile, extrem cool. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich begeistert davon, und ich freue mich, diesen hier endlich testen zu können und auch dann behalten zu können. Das ist ja der Vorteil bei so Testmustern. Ein ausführlicher Test, wo ihr auch nochmal Gameplay seht, wie ich damit spiele, der folgt natürlich in naher Zukunft, aber ich kann euch sagen, so vom Ersteindruck hat er mich wirklich, wirklich, wirklich geflasht. Ja, das hier ist also der SN30 Pro von 8-Bit Do. Sehr, sehr geil. Der ist auch schön schwer, liegt extrem gut, nochmal extrem gut in der Hand und hat mich super, super, super stark geflasht im ersten Moment. So, das ist der erste. Tun wir den mal für den Moment weg. Und dann widmen wir uns mal den beiden anderen Controllern von PowerA, die ich heute bekommen habe. Ich habe mal meinen Cutter zur Hand genommen. Wir fangen mal mit dem Standard, ich sag mal in Anführungsstrichen Standard Switch Pro Controller an. Der ist in der Farbe Weiß. PowerA hat auch viele, viele andere Farben. Die haben Nintendo gebrandete, die haben Zelda gebrandete, Mario gebrandete, Splatoon gebrandete Controller, also mit Designs und so weiter. Ich persönlich mag einheitlich farbige, sag ich mal, Controller. Ich stehe nicht so drauf, wenn die irgendwie mit irgendeiner Franchise gebrandet sind. Dementsprechend habe ich mich jetzt hier für den weißen entschieden. Ich habe bisher auch nur einen weißen Xbox One S Controller. Die anderen sind alle immer entweder grau oder schwarz. Dementsprechend kommt der hier eigentlich sehr gelegen. Hier ist noch ein kleiner Aufkleber, den muss ich noch aufschneiden. Schön vorsichtig mit meinem Cutter. So, von dem ganzen UVP-Schneiden ist er auch schon ein bisschen mitgenommen. Aber das dürfte geklappt haben. So, ich bin schon sehr gespannt drauf. Es gab oder es gibt schon seit einer ganzen Weile PowerA-Controller, die sind verkabelt, also Kabelcontroller. Die Enhanced-Controller sind kabellos, und wieso sie Enhanced sind, zeige ich euch gleich nochmal genauer. Hier ist ein Plastikteil drin, das kann man schön wegtun. Die Verpackung tue ich auch erst einmal beiseite. Ah, da ist noch ein bisschen was drin. Also, da sind noch tatsächlich Batterien drin. Hier seht ihr, Doppel-A-Batterien. Das ist nämlich einer der Nachteile, habe ich schon gelesen.
bei dem Controller. So, tun wir mal das Plastik für den Moment mal beiseite. So, da können wir kurz einen Blick drauf werfen, aber da dürfte nicht viel drinstehen, außer die obligatorischen Knopfbelegungen und ein bisschen Text. Das tue ich jetzt auch mal beiseite. Brauchen wir sicherlich nicht. So, so sieht er also aus. Das ist der PowerA Switch Enhanced Wireless Controller für die Nintendo Switch in weiß-rot. Also der ist halb-halb quasi. Ich hätte gedacht, der ist komplett weiß, ist er nicht. Also Steuerkreuz ist so ein bisschen, rot schimmernd, das glitzert ein bisschen. Könnt ihr das sehen, vielleicht in der Vorderkamera? Also es glitzert ein bisschen. Ansonsten finde ich den ganz schön. Er ist auch schön groß. Ich glaube, der ist sogar einen Ticken größer als der Pro-Controller, wenn wir den mal so vergleichen nebeneinander. Die sind gleich groß tatsächlich. Ich glaube, die sind gleich groß. Okay, machen wir es mal so. Und das da, die sind gleich groß. Die sind gleich groß, okay. Schöne Haptik, also der liegt echt gut in der Hand. Hier sind die verschiedenen Buttons. B, Y, X, A, Start oder Plus, Minus, Home-Button, Capture-Button. Und das Besondere, wieso der halt enhanced ist, ist auf der Rückseite. Der hat nämlich zwei extra Tasten, wie ihr seht. Einmal hier und einmal hier. Und diese lassen sich mit diesem Button hier unten programmieren. Wenn ihr also wollt, dass ihr bei einem Actionspiel beispielsweise Fortnite oder Warframe oder so und ihr euch andauernd bewegen müsst mit den Analogsticks, dann könnt ihr beispielsweise den Jump-Button, den Sprung-Button, auf einen dieser Tasten legen. Wenn ihr dann beispielsweise Fortnite oder so oder einen anderen Ego-Shooter spielt und ihr seid dauernd in Bewegung, dann könnt ihr beispielsweise einen anderen oder den Sprungknopf auf einen dieser Buttons triggern. So, oder programmieren. Und dann könnt ihr mit Druck auf diesen Button oder halt auf diesen Button hier springen. Ne, das erleichtert euch so ein bisschen die Handhabung. Ich persönlich habe diese Features noch nie genutzt, weiß aber nicht, ob das dann für mich eine Alternative wäre. Das Doofe ist bei dem Controller aber, der hat keinen Akku und er hat auch keine wiederaufladbaren Batterien, sondern den muss man damit betreiben. Das sind Doppel-A-Batterien, zwei Stück. Und hier war ein Zettel drin. Was steht denn auf dem Zettel? System update required. Before using verify Nintendo Switch system update is version 6.0.0 or later. See user guide for details. Also, da ist tatsächlich ein Zettel drin. Hier, so sieht er aus. Ja, könnt ihr lesen. So. Und da steht drin, bevor man das Ding benutzt, muss man sicher gehen, dass das Ganze, dass die Nintendo Switch Update 6.0.0 hat. Mindestens. Meine ist auf dem aktuellen Stand, dementsprechend kann ich das locker benutzen. Ich mache mal kurz die Batterien auf. So. Und dann, schade, dass der nur mit Batterien läuft. Ich hätte jetzt angenommen, der wäre mit Akku oder zumindest mit aufladbaren Batterien. Ist aber nicht so. Also noch ein bisschen oldschool unterwegs, hier PowerA. So, so, rein damit. Die Frage ist natürlich, wie lange halten die Dinger? Wann muss man nachlegen? Und so sieht es dann im Endeffekt aus. Ich habe meine Switch jetzt nicht zur Hand, also ich kann jetzt nicht gucken, wie schnell das Ganze verbinden kann mit der Konsole, aber das werde ich dann heute Abend noch testen. Steuerkreuz fühlt sich gut an und wenn wir den jetzt vergleichen mit dem Pro-Controller hier nochmal, dann fällt uns halt auf, dass der hier ein bisschen klobiger wirkt, also vor allem dieser Teil hier, aber grundsätzlich sieht er relativ identisch aus, wie ich finde. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Relativ identisch, es hat ein offizielles Switch-Logo, das ist also ein tatsächliches Lizenzprodukt. Ich mache das mal auch hier auf der großen Kamera nochmal. So sehen die beiden aus. Ich finde den echt schick, ehrlich gesagt. Hat so eine schöne weiße, matte Farbe und ich bin gespannt, wie der sich schlägt. Ich habe so das Gefühl, wenn wir mal die Sticks vergleichen. Ich glaube, die Sticks bei dem PowerA-Controller, die sind ein bisschen kleiner. Die sind ein Ticken kleiner. Ob das jetzt hinderlich ist oder nicht, weiß ich nicht. Die sind auf jeden Fall gummiert. So aufs erste Gefühl fühlen sich die von dem Original-Controller ein bisschen besser an, weil die nach außen gewölbt sind. Die hier sind nach innen gewölbt. Ich weiß nicht, ob ihr das auf Kamera erkennen könnt. Es wird sich im Test dann zeigen, wie oder was für eine Figur der macht. Einen Produktlink zu PowerA, zum Controller, werde ich mal in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal detailliert angucken. Alles weitere, Preise, Haptik und wie sich das Ganze spielt, ob es einen Input-Lag gibt und so weiter, gibt es dann später bei mir im Video. Ja, das ist also der PowerA Pro Controller. Wenn wir die so mal nebeneinander nehmen,
dann fällt auf, dass der Pro Controller halt einen Ticken schwerer ist, also der Original Pro Controller, als dieser hier. Das liegt aber daran, und da muss ich jetzt nochmal die Verpackung dazu nehmen. So, das liegt eben daran, weil, das zeige ich euch jetzt mal auf der Rückseite. Genau, da steht nämlich, wenn wir die Rückseite uns angucken, hier unten in deutschem Text steht, unterstützt keine HD-Vibrationsfunktion, IR oder Amiibo-NFC-Kommunikation. Also wir können hier keine Amiibos scannen und das Ganze hat kein HD-Rumble. Also ich weiß nicht, ob es normales Rumble gibt, ich gehe mal einfach davon aus, aber HD-Rumble-Motoren hat er nicht und auch kein NFC-Sensor. Dementsprechend, wenn wir jetzt die Verpackung wieder wegtun, und man die Controller so in die Hände nimmt, dann fühlt man schon, dass der ein bisschen schwerer ist, weil der halt mehr Technik verbaut hat. Ne? Der wirkt jetzt natürlich keinesfalls billig, aber halt ein Ticken leichter als eben das Original. So, dazu tun wir auch die beiden mal kurz beiseite und widmen wir uns dann diesem schönen Ding hier nochmal. Das ist dann der goldene Nintendo GameCube-Style Switch Pro Controller und auch dieser, nehme ich euch vorweg, hat kein HD Rumble IR oder Amiibo NFC-Funktion. Das steht auf der Rückseite, da hinten. Das stört mich jetzt nicht weiter. Wir machen den mal auf, denn ich bin kein großer Amiibo-Freund. Ob jetzt ein Pro Controller Amiibo-Funktion unterstützt oder nicht, juckt mich nicht so. Das mit dem HD-Rumble ist schade, aber ich habe eh das Gefühl, dass noch nicht ganz so viele Switch-Spiele oder generell nicht viele Switch-Spiele HD-Rumble-Funktion unterstützen. Dementsprechend ist mir das in dem Fall eigentlich auch egal. Hauptsache, der liegt gut in der Hand und man kann die Spiele, die man damit zockt, auch gut steuern. So, ich tue mal den Cutter weg, bevor ich mich hier verletze. Der ist nämlich extrem scharf. Und dann machen wir mal den zweiten Controller auf. So, auch der, wie ihr seht, ganz oben, hat Batterien im Lieferumfang. Zumindest hat man die Batterien im Lieferumfang. Und dann macht man weiter auf und holt die Einheit, da ist auch nochmal ein Zettel drin, den übersehe ich jetzt auch mal dezent und holt den GameCube-Controller einfach mal aus der Verpackung. So, alles wieder rein. Der ist noch in Folie verpackt. Och, und der fühlt sich so bekannt an. Es ist Wahnsinn, wie bekannt sich ein Nintendo GameCube-Controller nach all den Jahren noch anfühlt. So, das ist also der goldene Nintendo GameCube-Style Switch Pro Controller. Sieht wirklich täuschend echt aus, wie ich finde. Ich nehme jetzt mal das Original dazu. Der hat natürlich Kabel. Den entwirre ich jetzt mal kurz. So, ihr seht, das hier ist das Original. Das ist der Nachbau. Und ich glaube, liebe Freunde, also wenn ich es nicht wüsste, dass der jetzt für die Switch ist, ich würde die vertauschen. Also ich würde die verwechseln. Klar, die Knöpfe, vor allem die hier oben, sind anders. Der hier hat nur einen Start- und Pause-Button. Der hier hat Plus, Minus, Home-Button und eben den Capture-Button. Der hat auch vier LEDs, ne? Hat natürlich der GameCube nicht, das Original. Und wir haben eben noch einen zweiten oder einen vierten, kann man ja sagen, Shoulder-Button. Der Nintendo GameCube hat ja L und R und da oben war ja der Z-Button. Und der Switch-Controller hat nun mal ja quasi R, dann ZR, L, ZL, ne? Und auch die fühlen sich tatsächlich, die klacken so, auch die fühlen sich genauso an wie eben bei dem Nintendo GameCube. Der Nintendo GameCube-Controller ist ein bisschen schwerer, das liegt aber auch daran, weil der Nintendo GameCube-Controller hier einen Motor drin hat und der hat ihn hoffentlich auch, nur eben nicht so herausstechend wie das Original. Und was auch auffällt, ist das Steuerkreuz. Der hier hat ein ganz, ganz kleines Steuerkreuz und das Steuerkreuz beim GameCube-Controller war ja auch nicht optimal. Kampfspiele damit zu spielen war immer sehr, sehr schwierig. Der hat ein richtig schön großes Steuerkreuz und ich kann mir vorstellen, dass man damit auch gut 2D-Spiele spielen kann. Überhaupt finde ich die Form des Nintendo GameCube-Controllers extrem gut, absolut zeitlos. Der hat natürlich den Fokus auf dem A-Knopf, ne? Also wenn ihr Spiele spielt, die beispielsweise Jump'n'Runs, wo ihr auf A springt und alle anderen Aktionen auf beispielsweise X oder Y macht, dann geht das. Wenn ihr natürlich jetzt einen Ego-Shooter damit spielt, mit diesem kleinen Stick oder halt tatsächlich mit diesem Stick, der ist genauso groß, dann könnte es schon ein bisschen schwierig werden. Also ich glaube, da kann man echt schön Jump'n'Runs mitspielen, so 3D-Jump'n'Runs, Mario Galaxy vielleicht, kann ich mir gut vorstellen, oder irgendwie andere 3D-Spiele. Mulaka habe ich ja jetzt vor kurzem geladen. Ich glaube, das geht ganz gut, aber alles andere wird wahrscheinlich was schwierig, vor allem halt bei Ego-Shootern. Aber das werde ich ja im Langzeittest mal nachschauen für euch. Auch hier, der hat eine Klappe hinten. Die kann ich aufmachen. Da ist ebenfalls ein Hinweis auf das Update. Jetzt brauche ich meinen Cutter ja doch nochmal. Da sind nämlich auch wiederum Batterien bei.
So, die öffnen wir mal, ohne dass ich mich schneide. So, Cutter wieder weg. Ich habe mich da mal so böse mit verletzt beim Schneiden einer RVP. Das war echt nicht lustig. So, jetzt haben wir die Batterien befreit, tun die hier mal rein. Und dann kann ich das Ding dann gleich hoffentlich mit problemlos mit der Nintendo Switch verbinden. So, also, so sieht der goldene GameCube Switch Pro Controller aus und so der Nintendo GameCube Controller. Sehr, sehr krasse Ähnlichkeit. Die Haptik ist genauso. Und ich finde ihn in Gold ehrlich gesagt auch ganz schick. Als PowerA mir geschrieben hat, dass die nur die goldene Farbe haben. Ich wollte eigentlich eine Purple, also eine lilane oder eine graue haben. Hatten die nicht. Aber gut, Gold habe ich so noch gar keinen Controller. Das ist mein erster goldener Controller tatsächlich. Und ohne Witz, so ich als Dauer-GameCube-Spieler, der die Games heute noch spielt, ich finde, der liegt extrem gut in der Hand. Also die Haptik ist der absolute Wahnsinn. Hier, obwohl, ja gut, jetzt inzwischen hat man sich natürlich vor allem bei den Schulterknöpfen anders dran gewöhnt. Die sind so ein bisschen komisch gewölbt. Das wird ein bisschen, ja, seltsam wahrscheinlich in der heutigen Zeit. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch so ein Spiel wie Mario Kart 8 Deluxe kann man da extrem gut mit zocken. Ich freue mich da sehr drauf, dieses gute Stück hier auszuprobieren. Denn wie schon gesagt, ich mag den Nintendo GameCube Controller und der sieht ja wirklich täuschend echt aus. So, also nochmal zusammenfassend. Einmal Nintendo GameCube, dann wo ist der weiße? Einmal der weiße Pro Controller. Jetzt tue ich mal den GameCube weg und lege den SN30 Pro dazu. Also so sehen die Dinge ausgepackt aus und ich freue mich sehr drauf, die zu spielen, mit denen zu hantieren, auszuprobieren. Ich werde zu allen dreien separate Videos machen. Ich denke mal, das haben diese Gadgets, diese Controller verdient. Ich freue mich auf alle. Ich glaube, nochmal, dieser hier ist gut geeignet für 2D. Switch-Spiele, beispielsweise New Super Mario Bros. Deluxe, könnte ich mir vorstellen, ist damit extrem gut spielbar. Ich glaube, der hier ist extrem gut geeignet für Rennspiele oder eben für 3D-Jump'n'Runs, wie beispielsweise Mario Galaxy oder halt so ein Super Mario Kart. Und dieser hier ist einfach ein ganz normaler, traditioneller Pro-Controller, der vielleicht sogar eine gute, günstige Alternative ist. Ich meine im Kopf zu haben, dass der weiße 45 € kostet, genauso wie der goldene GameCube-Controller und der hier liegt, wenn ihr den dort bestellt, wo ich ihn bestellt habe, bei knapp 30 € und das ist, wie ich finde, für die Haptik, boah, der liegt so geil in der Hand, einfach ein guter Preis. Also, Produktlinks alle in der Beschreibung, das war erstmal das Unboxing und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich freue mich extrem darauf, diese Dinger hier auszuprobieren und wenn ihr da Bock drauf habt, also wenn ihr wirklich mehr zu den Dingern sehen wollt als nur einen Test, ein abschließendes Review, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann kann ich mal gucken, ob ich so angespielt Videos mache, wo ich das erste Mal mit den Controllern hantiere, live vor Kamera, um vielleicht so ja, ein besseres Echtzeitgefühl, Live-Gefühl für euch zu vermitteln, weil so ein Review, da spiele ich ja schon mehrere Stunden und ich glaube, so ein angespielt Video hat einfach den Charme, dass ich das, was ich gerade zu dem Controller empfinde, ja sofort euch sagen kann. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen authentischer. Aber das überlasse ich euch, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute beim Zocken, bedanke mich, dass ihr mir auch heute nochmal zugeschaut habt, für eure Zeit natürlich und freue mich jetzt auf eure ganz, ganz vielen Kommentare. Denn wie ihr wisst, lese ich ja alle und versuche zumindest auch auf alle zu antworten. Jetzt bin ich aber erstmal weg. Ich habe einen Job zu tun. Ich muss 3 Controller mit der Nintendo Switch verbinden und ein bisschen ausprobieren. Ich freue mich da riesig drauf. Und natürlich freue ich mich dann nochmal, wie gesagt, auf eure Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch was. Adios, euer Andi.